Warnung, spiele nicht mit Feuer. Little Inferno. Neues Spiel. Zeige und halte dort, wo du dein Feuer machen willst. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Little Inferno. Wir fangen an, ich werde später noch etwas dazu sagen. Wir machen ein Feuer. Es ist kalt. Wir wollen es warm haben. Deswegen ein Feuer, indem wir einfach draufklicken, wo wir das Feuer haben wollen. Oh, ist das schön warm. Ich freue mich. Ein Brief. Wir haben einen Brief bekommen. Was steht da wohl drin? Gratulation! Zum richtigsten Erwerb deines brandneuen Little Inferno Entertainment Fireplace. Wir haben jeden Kamin mit Liebe gefertigt, um dein Zuhause zu wärmen und dein Herz. Halte dich warm, da drin. In Liebe, Miss Nancy. Tomorrow Corporation. Oh, ein Brief. Lass uns den Brief verbrennen. Ja, Spaß. Ja, worum es geht, erklärt sich das Spiel gleich. Also das Spiel erklärt es uns gleich und dann werdet ihr es verstehen. Zieh mich! Ja, AGB! Auf den Scheiterhaufen! Und was ist das? Ein Brief nochmal! Auf den Scheiterhaufen! Ja! Papier verbrennen macht Spaß! Und Geld dafür bekommen ist noch lustiger. Noch ein Brief! Ja, komm schon, Brief! Ja! Ach du meine Güte! Hast du bereits all deine Sachen? Räusper. Hast du bereits all deine Sachen verbrannt? Das ist okay! Du kannst immer mehr kaufen mit deinem brandneuen Katalog. In Liebe, Miss Nancy. Du bekommst einen Katalog. Lass ihn uns ansehen. Die Musik hier ist so geil. Bei der fröhlichen Musik erkläre ich euch gleich, worum es geht. Also, es dürfte ja relativ offensichtlich sein. Es geht darum, Dinge zu verbrennen, Dinge zu kaufen und weiter zu verbrennen. Aber ihr denkt vielleicht, das ist ja recht langweilig, wenn man den ganzen Tag nur Dinge verbrennen tut. Verbrennen tut, ja, es ist auch sehr deutsch, sehr richtig deutsch. Aber ich sage, no, das ist es nicht. Ja, daraus kann man nichts bauen. es ist sehr lustig, finde ich. Das kann man wegschmeißen. Ja, was war das? Nofk. Es ist Nofk. Es ist sehr lustig. Oh, guck mal, eine Spinne. Guck mal, eine tote Spinne. Weil das Spiel relativ tiefsinnig ist. Was man später noch sehen wird. Whee, Feuerchen. Erstmal geht es ja darum, Feuer zu machen. Aber später bekommt das Spiel einen tieferen Sinn und ich finde, es wird sehr emotional. Und das meine ich jetzt nicht sarkastisch. Wir kaufen uns aber erstmal neues Zeug. Yay! Ein Mecker! Und eine Kreditkarte. Natürlich nicht meine. Und ein Magneten. Ja! Und noch mehr Mais. Juhu! Das Zeug braucht eine Weile, um geliefert zu werden, aber das ist okay. Pop! Pop! So. Kreditkarte, natürlich nicht meine. Weil ich habe auch keine. So, lasst sie uns verbrennen. Verbrennen die Kreditkarte. Komm schon. Und bing, 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 bing. Ganz viele Geldscheine. Ja, guck mal, ein Wecker. Lasst uns den Wecker verbrennen. Ich hasse es, früher aufzustehen. Aufwachen. Und ein Magnet. Und lasst uns den Magnet verbrennen. Und ein Brief. Oh, das machst du so gut. Aber keine Sorge. Little Inferno ist nicht wie alle anderen Spiele. Es gibt keine Punkte. Es gibt keine Bewertung. Es gibt kein Zeitlimit. Mach einfach nur ein schönes Feuer. Und halte dich warm im Leuchten deines High Definition Entertainment Produkts. Aber du kannst das nicht ewig machen. Alles hat ein Ende. Halte dich warm, Miss Nancy. Tomorrow Corporation. Ja, und der Brief hat auch ein Ende. Aber wir haben noch einen bekommen. Juhu! Hallo! Ist da wer? Du kennst mich nicht, aber ich dachte, ich sollte dir sagen, es ist so
kalt draußen. Ich bin ganz eingekuschelt vor meinem Little Inferno Entertainment Fireplace. Es ist so angenehm warm, ich könnte für immer hier bleiben. Wie eine Made im Fettpolster. Ich meine eine fette Made im Speck. Von Zuckerplumps. PS, das ist was für dich. Ja, ein Foto von Zuckerplumps. Lass es uns verbrennen. Und tschüss. Hui, und eine Marke. Und noch eine Marke. Was wir mit dem machen können, erklärt sich später. Ein schlafender Götze. Batterie. Ziegelsteine. Eine antike Fackel. Und mehr wollen wir erstmal nicht kaufen. Mehr können wir auch gar nicht, weil wir noch nicht genug Plätze dafür haben. Hui. Ja, wie gesagt, das Spiel wird relativ tiefsinnig sein. Ist auch, naja, kurzes Projekt, geht schon ein bisschen. Aber es wird auf jeden Fall kein ewig Projekt werden. Guck mal, noch eine Spinne, die können wir übrigens auch anzünden, dann verbrennen sie. Haha, ist das lustig. So, mit dem kann man ganz lustige Sachen machen. Passt auf, die stellen wir mal hier so hin. Und. Und. Glurak! Yeah! Oh, stellen eine Batterie drauf. Und hier eine Randbatterie. Bum, 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 ja. Und ein paar Ziegelsteine. Die brennen übrigens auch. Whee, ja. Oh, ist das schön warm. Hallo, ich bin es wieder. Es riecht so, als würdest du etwas verbrennen. Hast du auch einen entfernten Fireplace bekommen? Es scheint so, als würde heutzutage jeder einen haben. Jeder, den ich kenne, hat einen. Und jeder, den ich nicht kenne, auch. Okay. Sachen verbrennen macht richtig Spaß, aber sei vorsichtig. In der Bedienungsanleitung steht, es gibt noch etwas viel Gefährlicheres als Feuer. Aber ich habe sie verbrannt. Also werden wir es nie erfahren von deiner neuen Freundin Zuckerplums. Ja, ich habe sie auch verbrannt. Also ich glaube, wir werden es wirklich nie erfahren. Ja, das Spiel, diese lustige Musik. Ich kann nichts zu dem Spiel sagen, weil dieser lustige Musik ist. Ist einfach zu komisch. Ja, das Spiel ist in dem Sinne tiefsinnig, als dass es im Moment keine Story hat. Also ich weiß nicht, wer ich bin. Oh, ich war zu aufgeregt. Nein, wir können nicht mehr kaufen, weil wir keinen Platz haben. Und Geld verbrennen. Ching, ching, ching. Und ein Fahrrad verbrennen. Ja, ist das schön. Und einen neuen Brief. Ich bin's wieder. Haha. Ich habe bereits mein ganzes Zeug verbrannt. Würdest du mir etwas schicken? Ich brauche mehr Glühwürmchen. Okay, wir müssen hier also etwas schicken. Ein Glas Glühwürmchen, kannst du haben. Oh, ich war so aufgeregt. Nein, ich will so viel kaufen. Aber es geht nicht. Mein Familienfoto, nicht meins. Also verbrenne ich es. Guck mal, ein Pirat. Arr. Fahrrad-Piraten-Kombo. Ja, es gibt auch übrigens Kombos, aber dazu später mehr. Später. Bop, 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 bop. Wir müssen uns alles kaufen. Das, was wackelt. Nehmen wir das Bild. Und ja. Und zack. Bitteschön. Yay. Noch mehr Geld. Dann brauche ich noch ein Spinnenei. Ja, ich hasse Spinnen, aber ich mag es, sie zu verbrennen. Und einen kleinen Sonnenblumen. Instant Sonnenblumen. Verbrennen wir gerne. Blub, 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 blub. Wenn sie mit Feuer in Berührung kommen, schlüpfen sie. So. Ein antikes Foto wird verbrannt. Fotos brennen sehr schnell nieder. Okay, danke für meine neuen Glühwürmchen. Jeder einzelne war wie ein kleiner Wunsch. Ich habe sie freigelassen, um zu sehen, wohin sie fliegen. Aber sie sind alle verbrannt. Wir wussten, dass sie nicht ewig leben würden. Oh, ich habe dir etwas besorgt, okay? Es ist angehängt. Blättere einfach den Brief. Blättere ihn. Noch einmal. Okay, hier ist es. Es ist für dich. Ein Papierherz. Ja. Die feurige Liebe muss in den Flammen verbrennen, um erst richtig zu wirken. Was haben wir hier? Spinnei. Und tschüss. Plopp. Ja, Spinnen. Brennende Spinnen. Ja, ich mag brennende Spinnen gerne. Was haben wir hier? Was? Little Inferno ist voll mit Geheimnissen. Und ich habe gerade eins gefunden. Aber keine Angst, ich werde es dir nicht verraten.
Das würde alles verderben. Aber es ist wirklich unterhaltsam. Okay, ich werde dir noch etwas zeichnen. Ein Backup ist eine Sonnenblume. Und dir sagen, du darfst diese zwei Dinge jetzt niemals zusammen verbrennen. Habst. Und es gibt mehr Kombinationen, als jemals aufgeschrieben werden können. Liebe, sogar Plumps. Ja, dazu, zu den Kombinationen. Und die können wir hier gucken. Eine haben wir schon gefunden, die Fahrradpiraten-Kombination. Oh mein Gott, die Musik ist so geil. So, dann können wir gleich mal, ich habe das Spiel natürlich schon mal gespielt eine Weile, wie man am Anfang eventuell gesehen hat. Und deswegen kenne ich schon ein paar. Das heißt, wir können das hier nehmen und... Was war das? Wecker und... Genau, Wecker und Sonnenblumen. Und was haben wir hier noch? Nicht meins. Das heißt, wir nehmen ein... nicht mein Familienfoto und nicht meine Kreditkarte. Yay! Und verbrennen beides. So. Und brennen. Ja! Frühlingserwachen, Kombo. Zack. So, nicht meine Kreditkarte haben wir jetzt. Und nicht mein Familienfoto. Nicht meins, Kombo. Yay! Für die Kombination kriegen wir immer so Gutscheine. Also so Marken. Was wir mit dem machen können, dazu, wie gesagt, später mehr. Brauchen wir im Moment noch nicht. So, was gibt's da noch Schönes? Generation-Kombo, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Kreditgeber-Kombo ist das und das hier. Dann der Filmabend-Kombo, das habe ich auch noch nicht herausgefunden. Was das sein soll, das weiß ich nicht. Aber wir haben einen zweiten Katalog. Yay! Aber wir müssen alle Artikel aus dem ersten erst kaufen, um den zweiten zu erhalten. Und dafür haben wir noch nicht genug Money! Money, money, money! It's so funny, like a big fire. Übrigens ist es egal, auch wenn das Feuer ausgeht, wir können es ja immer wieder neu anzünden. Woo, mit unserer magischen Flamme. Yeah. So, ja, wie gesagt, wir wissen nicht, wer wir sind, was wir hier tun genau. Wir wissen eigentlich nur, dass wir ein Feuer machen sollen, müssen. Weil es draußen anscheinend unfassbar kalt ist. Hier ist übrigens die Bank und hier eine Kreditkarte. Und was machen wir mit den beiden? Natürlich anzünden. Und das bringt uns das Kreditgeber-Kombo. Yay! Ting, 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 ting. Yay! Und was haben wir hier? Ein Schulbus. Lass uns zur Schule fahren. Oh, die Kinder verbrennen. Mein Gott, sie verbrennen. Sie verbrennen. Sie verbrennen. Ach, das ist mir egal. Die sind explodiert. Naja, was soll's. Die Flammen machen immer wieder Spaß. Ja, ja, weiß ich. Einen Fernseher. So, dann kann ich mir das kaufen. Für 75 habe ich leider nicht. Ist aber nicht so schlimm. So, und ich habe mir natürlich eine Liste ausgedruckt von den Kombinationen, die man so machen kann. Und da werde ich jetzt ganz kurz reingucken, weil es natürlich 2, 3, 4, 5, 6 Kombinationen gibt, die ich nicht weiß. Also, guck ich mal schnell. Und zwar braucht man für die Filmabend-Kombo... Für den Generation-Kombo braucht man erstmal ein nicht meine Kreditkarte. Und braucht man noch eine Bankrott. Was? Das war falsch. Braucht man einmal ein Mais am Stück. Ja, das war die Film am Kombo. Und ein Fernseher, den kriegen wir ja. Und dafür brauchen wir nicht mein Familienfoto für die Generation-Kombo. Und Spinneier? What the fuck? Warum Spinneier? Ich verstehe es nicht ganz, aber gut. So, nicht mehr eine Kreditkarte brauchen wir nicht, also ab ins Feuer! Woohoo! Zack. So, und eine Spinne verbrennen. So, jetzt können wir uns doch garantiert die Spinneier kaufen. Oh ne, geht nicht, weil wir haben Post! Wichtige Wettermeldung. Leute, es bleibt weiterhin kalt. Der Schnee wird dichter und dichter. Jeder Tag ist kälter als der vorherige. Das kann nicht ewig so weitergehen. Also macht ein schönes Feuer und haltet euch warm. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken. Über der Stadt. Der Wettermann. Ja, anfangs dachte ich, der Wettermann ist garantiert böse. Aber ihr werdet noch sehen, was es mit ihm wirklich auf sich hat. So, ein Fernseher. Heidi ho! Und ein Maiskolben. Und im Fernseher sieht man, was wir gerade sehen.
Yay, Filmarm-Kombo gemeistert. So. Dann brauchen wir Spinneneier. Und können den gleich kaufen. Yay. So, jetzt müssen wir nur kurz warten. Und mit den Marken können wir übrigens das Kaufen beschleunigen. Will ich aber hier noch nicht verwenden, weil wir ja... Also, weil das jetzt noch relativ schnell geht. So, Filmarm-Kombo, Mais am Stück und Fernseher. Das habe ich Generation-Kombo nicht mehr. Familienfoto und Spinneneier. Alles klar. Habe ich gekauft. Und wer soll darauf kommen, bitte? Ja. Also, das ist mir wirklich ein Rätsel. Familienfoto und Spinneneier zusammen zu kombinieren. Naja. Generation-Kombo! Yay! Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie man von alleine darauf kommen soll. Mir fällt da ehrlich gesagt nichts ein. So, wir kaufen uns erstmal alles aus dem zweiten Katalog. Ein Waschbestofftier, ein Heizgebläse, ein Eichhörnchenpfeife und ein paar Glühbirnen. Die kann man immer brauchen, um ein bisschen Licht zu machen. So, wir könnten uns das auch vergrößern für 30 Dollar oder Cennies oder was das sind. Ich sag einfach Dollar, weil es ein bisschen so aussieht. Und nehmen ein paar Glühbirnen mit. Klack. Die zerbrechen nur, die brennen gar nicht. Und ein Eichhörnchen. Was schießt? Schießt du? Er schießt nicht. Und da gibt es noch ein Wärmegebläse. Yay. Und ein Waschbestofftier. Brennen. Juhu. Und Post. Oh, du hast bereits meinen zweiten Katalog gefunden. Wusstest du? Mein Little Inferno kommt mit einem gigantischen Einführungsvideo. Oh, das Video ist geil. In Liebe, Miss Nancy. Viel Spaß, Leute. Super geiles Video.